Ja, okay, zurück zum Text. Seid gegrüßt, ich bin Ketterli, ein Besuch in Kerzenburg wie ihr selbst. Entschuldigt, wenn ich nicht so fröhlich bin, aber die Reise war lang und gefährlich und durch meine Arbeit fühle ich mich so viel älter. Darf ich euch nach eurem Namen fragen? Ich bin sicher, dass ich euch schon mal gesehen habe, aber wo genau weiß ich nicht. Ich bin Talisa und seit vielen Jahren nenne ich diesen Ort mein Zuhause. Talisa, dann kenne ich euch gut, obgleich ihr auch Schwierigkeiten haben mögt, euch zu erinnern. Ich war vor Jahren zum letzten Mal hier und habe mit eurem Ziehvater gesprochen, während ihr euren Pflichten nachgegangen seid. Ich bin eigentlich nicht viel älter als ihr. Bestimmt könnt ihr es schon nicht mehr hören und unzählige Leute haben euch dasselbe erzählt, aber Gorion war mir wohl bekannt. Sein Tod wurde von vielen betrauert. Ich möchte nicht näher auf seinen Tod eingehen, mein Leben geht weiter, wo ich die Erinnerung kriege. Sein Tod ist Vergangenheit und das wird es auch so bleiben. Ich bin mein eigener Herr und habe meine eigenen Sorgen. Ich habe Mitleid erfahren von manch einer Person, die ich vorher nicht kannte. Wer war er, dass er solche Bewunderung weckte? Es handelt sich dabei nicht nur um einfachen Respekt. Gorion hat meinem Volk zum Beispiel Gefallen getan. Als ich zum letzten Mal mit ihm gesprochen habe, kannte ich seine Kollegen selbst kaum. Doch wer haft, tolles Wort, das ist wahrscheinlich auf Hafner bezogen, beschränkt sich gerne auf sein enges Umfeld. Also ja, wir wissen, dass Khalid und Yahira beide Hafner sind oder gerade inaktive Hafner sind oder Hafner waren oder so ähnlich und eng mit Gorion befreundet waren, was darauf schließen lässt, dass Gorion auch zu den Hafnern gehört hat. Deswegen, wer haft, beschränkt sich gerne auf sein enges Umfeld. Nach dem, was ich gehört habe, war er ein langjähriges Mitglied. Euch hat er wahrscheinlich nicht gesagt, weil er euch eine möglichst normale Kindheit verschaffen wollte. Ich nehme an, dass sich das alle Eltern wünschen, ob es sich dabei nun um ihr Kind handelt oder nicht. Ich habe aber noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, er hätte es auch erreicht. Wie steht das bei euch? So gut, wie man es erwarten kann, obwohl ich viel über mich erfahren habe, dass vielleicht lieber verborgen geblieben wäre. Sogar ich diese Unterhaltung fortsetzen würde, ich muss mich wichtigem zu winnen. Vergebt mir doch, ich muss gehen. Nehmen wir das Erste. Wenn ich doch für jeden eine Goldmünze bekommen hätte, der mir das schon gesagt hat. Ich bin ganz sicher, dass deine Probleme sich von meinen unterscheiden, aber wir müssen alle unsere eigenen Hürden überwinden. Wir haben alle eine Seite, die nicht zu oft ans Licht kommen sollte. Es zählt nur, wie viel Stärke du dieser Seite zubilligst. Paar solche Worte sollten in Kursen und Meditation gesagt werden, nicht in Treffen wie diesem. Okay, warum hast du es dann gemacht? Ich werde jetzt gehen. Werde dich vielleicht von meiner Abreise aber noch sehen. Die Bücher in Kerzenburg sind endlos, daher werden ich mich mindestens 10 Tage aufhalten müssen. Es gibt einige im Inneren der Burg, die mit dir sprechen wollen. Du solltest dort einmal vorbeigehen. Leb wohl, mein Freund. Okay, Ketterli. Der große Kleriker. Flydia. Hallo, wir haben dein Buch. Oh, habt ihr mein Buch gesehen? Nein, wartet, das habt ihr ja schon gefunden, nicht wahr? Ach, ich weiß nicht mehr. Ihr wart in letzter Zeit nicht hier, oder? Ändert euch nicht, Flydia, wir lieben euch gerade so, wie ihr seid. Na, ich war auswärts und habe Nachforschung bezüglich der Eiskrise angestellt. Nein, seit Gorion tot ist, war ich nicht mehr dort. Ändert euch nicht, Flydia. Das reicht jetzt. Ihr bringt eine alte Feuer zum Erröten. Gorion hat euch ein äußerst charmant, hat in euch ein äußerst charmantes Wesen großgezogen, Charmeur. Okay. Ja, Imuel freut sich auch ein bisschen wieder hier zu sein. Auch wenn die Umstände nicht gerade die tollsten sind. Aber es ist schön, mal wieder kurzzeitig die Blumenbeete von Baldurs Tor entlang zu gehen. Ja, sehr schön. Gut. Wir haben eigentlich so gut wie ihn getroffen, den mit seiner Kuh, den Zwerg, der uns auf die Ratten gehetzt hat. Hull und Fuller, die beiden Torwächter. Wer war noch? Ja, Flydia hier mit ihren Büchern.
der eine Mönch. Und eine solche Pest wird seiner Spur folgen. Der Herr des Todes wird Stimme des Nordens. Stimme des Ostens. Sänger. Stimme des Südens. Stimme des Westens. Habt ihr mir was zu sagen? Nein. Okay, die singen nur immer weiter. So spricht der große Alarmdo. Ja, der große Alarmdo. Gut, wir haben den inneren Ring aufgedeckt. Jetzt werden wir zum ersten Mal, seitdem wir Kerzenburg verlassen haben, die Hauptburg betreten. Das haben wir ja im Prolog gar nicht machen können, weil die einfach mal abgeschlossen war. Es ist etwas komisch, dass sie einen Dolch in der Hand hält, übrigens. Trug sie damals im Prolog schon den Dolch? Das weiß ich gar nicht mehr. Und Talisa kommt nicht an ihr vorbei. Nah unter meiner Würde. Komm, Talisa. Bevor du noch fünfmal versuchst, dann Flidia vorbei, sich vorbeizudrücken und es nicht klappt. Quicksave. Gut. Dann gehen wir mal in die Hauptburg rein. So, Tür auf. So, wir sind in der Hauptburg von Kerzenburg. Das erste, was wir machen sollten, also außer uns die Alondo-Statue angucken, der weiße Alondo, Gründer von Kerzenburg. Übrigens, wem es auffällt, das ist, diese Statue haben wir im Eisentod schon mal gesehen. Keine Ahnung, was die dort zu suchen hatte. Oh, ein Mönch. Karan, Talisa, mein Kind, lasst euch ansehen. Euer Gesicht hat ein paar Linien mehr zu verzeichnen, seit ich euch unterrichte. Ah, Karan, ihr spricht die Wahrheit. Doch es ist nicht eure Schuld. Ihr habt mich so gut wie möglich auf das vorbereitet, was jenseits der Mauern lag. Ich bete nur, dass ich dafür bereit bin, was mich innerhalb dieser Mauern erwartet, nur da ich zurückgekehrt bin. Warum? Was stimmt hier nicht? Soll ich die Wache rufen? Die Wache ist nicht mehr wert als ein Bündel Reisig. Bitte sagt mir, ob ihr in der Bibliothek in letzter Zeit etwas Seltsames gesehen habt. Ja, ruft die Wachen, das sagt mir. Also die Wachen sollte eigentlich lieber nicht rufen erstmal. Aber ich möchte die Wache eigentlich auch nicht beleidigen. Naja, die Wache ist nicht mehr wert. Merkwürdig. Ja, genau das ist das Wort, mit dem ich diesen Kerl Koveras. Merkt euch den Namen mal. Guckt ihn euch genau an. Ich lasse euch mal die Sekunde. Okay, beschreiben würde. Er war direkt neben mir und nahm Alandos Wahrsagungen aus dem Regal, um sie zu lesen. Ich konnte seine Stimme hören, erkannte die Worte des Sehers, die er leise rezitierte. Aber als ich mich vorsichtig umdrehte, um ihn aus den Augenwinkeln zu betrachten, sah ich etwas äußerst Merkwürdiges. Seine Augen waren geschlossen und er sagte die Schrift, sagte Seite für Seite, wie aus dem Gedächtnis auf. Er muss wohl eure Schritte gehört haben und ist weggegangen. Ich war gerade dabei, die Wahrsagung wieder an ihren Platz zu stellen. Schaut euch doch ein wenig um. Ich fürchte allerdings, wenn dieser Koveras gefährlich sein sollte, dann bin ich euch wohl keine Hilfe, sondern eher ein Hindernis. Viel Zeit und Verstaub von den ganzen Büchern. Verzeiht mir, aber ich muss euch jetzt verlassen. So, wir sollten erstmal in den obersten Stock gehen. Zu dem... Diese Wände um... Unsere Bibliothek Chef, ist der Harem des Wissens. Was willst du? Guten Tag, Talisa. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Nur schade, dass ihr nicht in einer ruhigeren Zeit zurückkommen konntet. Warum? Was ist los, dass ihr so angespannt seid? Oh, ich bin sicher, dass das nicht der Rede wert ist. Es haben sich da nur ein paar seltsame Ereignisse stattgefunden. Da sind zunächst einmal jene Händler, die einem gar nicht so wie Geschäftsleute vorkommen.
Und einige unserer eigenen Mönche benehmen sich auch etwas seltsam, ganz besonders einer. Ja, da haben sich wohl Doppelgänger eingeschleicht. Welcher Mönch sollte das sein? Nun, da ist dieser Typ namens Kovaras. Schon wieder. Vielleicht ist er irgendein fahrender Gelehrter, aber er scheint sich viel stärker für unsere Gäste zu interessieren als für unsere Bücher. Er macht mich nervös. Er hat wohl auch auf andere schon diese Wirkung gehabt. Der junge Schisstal benimmt sich schon seit einigen Tagen recht merkwürdig. Er hat keine so dicke Haut wie ich. Erinnert ihr euch noch daran, wie nervös er früher war? Jetzt ist er ganz das Gegenteil davon. Er scheint völlig verwandelt zu sein. Ich mache mir um ihn Sorgen. Ich sollte jetzt gehen. Hab mich gefreut, euch zu sprechen. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt. Etwas, Fremde? Wer bist du? Nein, nein, mit dir wollen wir noch nicht reden. Beinahe. Wir wollen ganz hoch. Unsere Bibliothek ist der Harem des Wissens der Menschheit. Was bist du? Talisa, freut mich, euch zu sehen. Es geht euch hoffentlich gut, ja? Also das war gerade Kovaras, den beiden wir erstmal. Weil der schon so suspekt ist. Wir wollen erstmal, bevor wir uns von dem anquatschen lassen, mit dem obersten Mönch hier reden. Talisa, freut mich, euch zu sehen. Es geht euch hoffentlich gut, ja? So gut wie man es erwarten kann, Piato, wie es euch ergangen. Ich fühle mich, als ob mich das Leben mit einer Schlinge mitschleppt, Piato. Überhaupt nicht gut. Aus dem Weg, Piato, ich bin in der Stimmung, mit euch zu reden. So gut man es erwarten kann, Piato. Oh, ich sehe mich nach der Zeit zurück, als ihr und Gorion die Kerzenburg noch euer Zuhause nanntet. Ihr habt Leben in diese Mauern gebracht. Ich muss mich später noch ausführlicher mit euch unterhalten. Doch holt euch erstmal aus. Das dritte Zimmer im südlichen Korridor, wie früher. Ich glaube, dass dort vielleicht auch einige Sachen für euch sind. Wir werden uns dann später wiedersehen. Nichts leichter als das. Okay, da wurden wir gerade aufgeklärt. Aber wir wollen in den obersten Stock, weil dort wartet... Müsste der... Unsere Regeln sind sehr streng. Das hat nicht geklappt, oder? Jetzt kommt nämlich der Torwächter. Ich kann mich im Moment nicht mit euch unterhalten, aber ich will euch schnell eine kurze Nachricht mitteilen. Ein ungefährlicher Kerl sagte mir, dass er Talisa auf dem äußeren Gelände zu treffen wünscht, um private Dinge zu bereden. Es wäre klug, wenn ihr mit ihm sprechen würdet. Gut. Okay. Ja, gut. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Geschichte Marsch. Geschichte Schicksalsmünze. Die brauchen wir ja nicht mehr. Ah gut, hier können wir nirgends rein, hä? Ah, aber hier können wir rein. Da wäre unsichtbar eine Rüstungsschriftrolle. Junger Mensch. Tetoril. Hey da, ich bin hier, um mit Talisa zu sprechen. Kommt ihr, das Erbe eures Vaters zu fordern? Er hinterließ euch mehrere Gegenstände, die sich in seinem Zimmer befinden. Ihr wisst doch noch, wo sein altes Zimmer ist. Wenn ihr es vergessen haben solltet, es befindet sich im fünften Stock der Hauptburg. Bitte entschuldigt, dass ich so kurz angebunden bin. Ich muss mich heute um vieles kümmern. Wir müssen später unbedingt über euren Ziehvater sprechen, aber nicht jetzt. Okay, Tessoril ist einer der obersten Mönche, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und das hier werden wohl seine Privatgemächer sein. Gibt da aber noch einen anderen obersten Mönch, mit dem wir reden wollen. Wenn wir uns hier fertig umgeguckt haben. Wir suchen nämlich außerdem noch etwas aus dem fünften Kapitel. Mal sehen, ob ich das noch finde. Genau, Sheela, eine äußerst interessante Priesterin von Leira, hat mich auf eine Wallfahrt in meine Heimat nach Gerzenburg geschickt, wo sich das große Buch der Unwissenden befindet. Mal sehen, ob ich das Buch finde oder ob das nur ein Hingespinst von dir war. Noch eine Versteinerungsschutzrolle. Ja, die können wir gut gebrauchen. Rote Raben. Also, die kommt zu dir. Schutzformel geben Versteinerung. Reichweite 9 Meter. Die schützt den Leser vor jedem leichten Angriff. Verschwindet nach 6 Stunden. Hebt eigentlich ziemlich lange.
Das hier hebt nur 5 Phasen. Okay.